Man kann sich so eine Box vorstellen wie ein Haus mit Zimmer. Wenn man hier 8 Mütter beieinander hat, das gibt Aggressionen untereinander, die müssen sich zurückziehen können. In einem Haus hat man Zimmer, wenn die Leute in einem Haus wohnen, können sich die auch ihre Zimmer zurückziehen. Den gleichen Gedanken haben wir hier probiert, so umzusetzen, damit man verschiedene Ebenen hat, damit man verschiedene Zonen hat, damit sich die rivalisierenden Mütter, die müssen ja nicht immer gut auskommen miteinander, das ist bei den Leuten auch so, aber sie können sich dann zurückziehen und dann gibt es wieder ganz Ruhe in die ganze Gruppe. In einer so einer Gruppe mit diesen 8 Häsinnen, die haben total 12,8 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, also eine riesige Fläche, um sich zu tummeln, um sich zurückzuziehen, aber auch um miteinander zu streiten. In der Natur ist das auch so, dass die in der Gruppe leben miteinander. Dort ist es eigentlich so, dass dann die stärkste Häsin im Zentrum ihre Jungen setzt und die rangniederen Tiere gehen außerhalb dieser Gruppe ihre Nesthöhlen machen und in ihre Jungen setzen. Und erst wenn die Jungen dann so sind wie die jetzt, 3, 4, 25 Tage alt, kommt die Mutter mit den Jungen wieder zurück in die Gruppe. Unsere Küngel fressen Heu, Strau, haben eine Getreidemischung als Würfelfutter und natürlich permanent frisches Wasser zur Verfügung. Die Auszeichnung, der Good Rabbit Award, ist für uns eine Auszeichnung für die jahrelange Arbeit, die wir eigentlich gemacht hat und niemand hat das wahrgenommen. Und jetzt sieht die Öffentlichkeit, dass wir ganz etwas Spezielles machen mit diesen Küngeln, dass wir für das Tierwohl eigentlich sehr besorgt sind und europamäßig das einzigartig ist, was hier in diesen Stellen bei uns passiert.